Ja, mein Name ist Stefan Keller, ich bin der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und freue mich sehr, heute hier gemeinsam mit den Schaustellern die Frühlingskirmes am Tonhallenufer eröffnen zu können. Das ist für Düsseldorf echt wichtig, dass das Kirmesgeschehen endlich wieder losgeht. Also ich kann immer nur gratulieren dafür, dass in Düsseldorf so eine Unterstützung von der Politik hier die Kirmes bekommt. Das ist nicht in allen Städten so und das macht mich als Kirmesfreund glücklich. Ich glaube, die Kirmes gehört einfach zu unserer Stadt dazu. Sie ist ja oft auch verknüpft mit Schützenfesten. Sie ist ein fester Bestandteil unseres Brauchtums und die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer feiern einfach gerne auf den verschiedenen Kirmesen, die wir so in der Stadt haben. Vor Ostern haben wir noch am Staufenplatz die Kirmes gefeiert. Jetzt sind wir hier am Tonhallenufer. Es gibt viele Stadtteilveranstaltungen und dann im Sommer natürlich die größte Kirmes am Rhein. Das gehört ein bisschen zur DNA unserer Stadt und wir wissen auch sehr zu schätzen, was die Schausteller wirklich leisten. Es ist ein schwieriges Geschäft, was sie da machen und sie bringen so viel Freude, so viel Lebensfreude in unsere Stadt, dass wir das nach Kräften unterstützen, wo wir können. Können Sie sich das eigentlich erklären, dass das nicht in jeder Stadt so ist? Nein, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht erklären. Ich finde, das versteht sich eigentlich von selbst, dass man diejenigen unterstützt, die tatsächlich immer wieder für friedliche, fröhliche Feste in der Stadt sorgen. Ich finde, es gehört einfach zu einem städtischen Leben richtig dazu. Und deshalb haben die Schausteller auch immer die Unterstützung der Stadt Düsseldorf. Und jetzt kann ich sagen, meine Damen und Herren, die Frühlingskirmes ist eröffnet. Ja, guten Tag, ich bin der Robert Gormanns Junior vom Riesenrad. Ja, und ihr habt ja ein nagelneues Riesenrad. Gratulation vom Kirmes, Markus. Vielen lieben Dank. Und wie heißt das Riesenrad? Ostseestern 2. Wer ist der Hersteller? Mondial, so wie bei den anderen Riesenrädern auch. Was hat das für eine Höhe? 35 Meter. Und wie lange dauert das ungefähr, das aufzubauen und abzubauen? Ja, ist noch neu, muss man sich ein bisschen einspielen, 2 Tage. Ist das ein Riesenrad mit Hydraulik, was man auch schneller aufbauen kann? Ja genau, es ist komplett hydraulisch und wird nur mit Winden betrieben. Da kann man auch einen Hydraulikstempel sehen zum Beispiel. Ja, und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, weil es da ja auch Personalprobleme gibt und das ist ja dann nicht schlecht, wenn man das dann mit weniger Personen schneller aufbauen kann, oder? Ja, ich sag mal, das ist die Zukunft, ne? Das wird jetzt immer mehr moderner. Was sind jetzt noch für Plätze geplant? Mehrere Plätze im Osten und natürlich in Krefeld sind wir auch zu sehen. Ja, vielen Dank und alles Gute mit dem Riesenrad. Vielen Dank. Hier ist das Glückschancen-Top-Gewinnbude. Die super Gewinnbude, die riesen Auswahl hier und die nächste Auswahl wieder rausholen jetzt. 1000 Punkte, Dingsdong, freie Auswahl. Und such dir was aus, egal was. Hallo, ich bin der Sam Lauenburger. Das ist der Früchtetraum. Wir haben hier Schokofrüchte. Na, wie viele Generationen ist hier Schausteller? Das ist jetzt schon die 5. Generation. Die erste ist das jetzt mit den Schokofrüchten. Das hat mein Vater angefangen, aber meine Oma und mein Opa, die haben früher Hochseil gemacht, Zirkus. Und Hell Driver und Motorstunt Show und so weiter. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit Schokofrüchten zu reisen? Mein Vater wollte irgendwas anderes danach machen. Das gab es damals noch nicht so. Ja, und ist auch gut angekommen. Und da sind wir auch mit zufrieden jetzt. Ihr habt auch einen sehr schönen Wagen. Der ist ja sehr modern. Ne? Und wer hat das Geschäft gebaut? Das war die Firma Schwerz. Und Malerei war der Elvering. Was habt ihr hier alles im Angebot? Ach, wir haben ganz viele Früchte. Wir haben so gut wie jede Frucht. Wir haben Erdbeeren, Bananen, Ananas, Weintrauben, Himbeeren, Spieße, wo alles drauf ist, gemischte Spieße, aber auch so süße Sachen wie zum Beispiel Milchschnitte mit Schokolade überzogen oder Käsekuchen mit Schokolade überzogen. Hier ist für jeden was dabei. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, das hier herzustellen, jeden Tag? Ja, wir haben es heute angefangen, wir sind seit 10 Uhr hier und ja, die Kühlschränke laufen auf Hochtouren. Nach und nach kommen die Sachen raus. Die Schokolade wird dann hart, dass sie jetzt hier in die Kühltheke rein kann. Da wird sie auch nochmal gekühlt. Das braucht auf jeden Fall seine Zeit. Aus welcher Stadt kommt ihr? Wir kommen aus Heinsberg. Das ist da bei Aachen. So, der Kirmes Markus probiert das hier mal aus. Und du musst mir jetzt mal genau erklären, was ich hier machen muss. So, dann musst du einmal hier so einen Erdbeerspieß nehmen. Ja. Den kannst du nehmen. So, dann hältst du den hier in die Vollmilchschokolade rein. So. So, und dann nimmst du die Kelle mit der anderen Hand. Und dann gehst du da drüber. Das ist richtig so? Ja, ja. Dann drehst du, hast du andere Schokolade, nimmst du noch hoch. Ja, so ist das schon gut. So, dann legst du ihn so ab, dass er abtropfen kann. Du kannst den Spieß mal so hoch und runter. Da habe ich aber was vergessen hier oben. Ja, passiert im besten. Oh.
Kann ich da nochmal drüber gehen, oder? Ne, so ist doch gut. Okay. Dann kannst du so hoch und runter machen, den Spieß. Dann kannst du den Spieß so hoch und runter machen. Und jetzt ist er fertig, kannst du noch auf das Blech drauf machen, wo die anderen aus sind. So. Und was meinst du, wie ich das gemacht habe? Ach, war gut, das ist das erste Mal. Ja. Wie lange dauert das jetzt, bis das trocken ist? Ungefähr eine halbe Stunde, dann sind sie fertig. Dann sind sie auch schön knackig. Stimmt das eigentlich, dass da so original belgische Qualitätsschokolade verwendet? Ja, das ist unsere Calabar-Schokolade, die kommt aus Belgien, ja. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, das stimmt auch. Ja, und so eine halbe Stunde sind sie dann fertig zum Essen. Dann kann man sie verkaufen. Da sind aber auch Leckereien drin hier, du. Ja, ja. Und wo seid ihr jetzt noch auf Tour? Wir sind bis Montag hier am Turnhallufer. Von da aus fahren wir nach Krefeld zur Sprintbike-Kirmes. Dann nach Geldern. Bis wir dann irgendwann am Ende der Saison in Soos auf alle Heiligenkirmes angekommen sind. Und dann geht's zum Weihnachtsmarkt nach Köln auf dem Neumann. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Kein Problem, hat mir Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Ja, guten Tag, mein Name ist Nina Osselmann. Wir haben den Autoscooter Diamond. Wie lange habt ihr das Geschäft jetzt schon? Also tatsächlich haben wir auf dem Staufenplatz am 13.04. 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Gratulation. Danke. Und ich hoffe, da gibt es auch weitere 30 Jahre, oder? Da wollen wir mal hoffen, ne? Seid ihr eigentlich so eine Autoscooter-Familie? Ja, schon immer. Es gab noch nie ein anderes Fahrgeschäft. Wir sind absolute Scooter-Freaks. Was habt ihr da für Autos drauf? Wir haben das neueste Modell von den Bettersonn-Chaisen drauf. Sind die mit Drifting-Funktion? 10 Autos davon mit Drifting-Funktion, ja. Wird das gut angenommen oder kommen dann auch mal welche und sagen, da ist irgendwas kaputt, weil die das nicht kennen oder so? Tatsächlich hatten wir schon mal den einen oder anderen, der kam ganz erschrocken an die Kasse und gesagt, das Auto ist kaputt. Und dann frage ich immer, was denn für ein Auto, ne? Und erkläre ihnen das und dann wissen sie es auch und lachen sich selber kaputt. Aber im Großteil sind die Drifting-Chaisen einfach mega. Man hat halt auch das Gefühl, dass die noch mal schneller sind als die anderen Autos. Wer ist der Hersteller von dem Scooter? Cosmont. Ist das eine italienische Firma? Italiener, ja. Die bauen ja viel, ne? Die haben viel gebaut, ja. Wie viel Säulen-Scooter ist das? 2 Säulen-Autoscooter. Wie ist das mit dem Aufbau? Ist das schwierig oder geht das relativ schnell? Naja, ich sag mal so, wenn du eine eingespielte Crew hast, dann geht das recht schnell. Wir haben jetzt natürlich auch wieder neue Mitarbeiter bekommen. Wird das auch viel mit dem Kran aufgebaut? Mittlerweile ja. Also mein Lebensgefährte, der hat ja unseren großen Diamanten oben umgebaut. Der ist mittlerweile kranbar und unsere ganze Fahrbahn ist kranbar. Unsere Schriftzüge oben sind auch kranbar und die Frontecken auch. Also es geht schon mittlerweile einiges mit dem Kran. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass ihr verschiedene Fahrstufen habt? Ja, wir haben 4 verschiedene Fahrstufen, das siehst du hier an unserem Fahrpult. Wir fahren allerdings immer nur auf Stufe 1. Das reicht an Geschwindigkeit, das ist noch okay für das Familienpublikum und auch abends, wenn die Jugendlichen fahren, ist das schnell genug. Ist immer ganz witzig, immer wenn wir TÜV haben, dann müssen wir ja alle durchfahren und da freuen sich immer unsere Jungs, dass die dann auch mal auf 3 oder 4 fahren können. Auf jeden Fall freuen sich die Jungs immer, wenn wir auf Stufe 4 fahren, weil dann gehen die Autos richtig ab. Aber tatsächlich muss man da auch echt aufpassen, weil die verlieren dann schon mal ein bisschen das Gleichgewicht in der Kurve, ne? Also ist das so brutal schnell? Das geht schon ab, ja. Was sind eure nächsten Plätze? Neusser Furt, danach kommt Oberhausen-Steckrade, dann fahren wir schon zur Rheinwiese. Kranger Kirmes, Luxemburg, Alzey, Dülmen. Wie sieht bei dir so ein Tagesablauf aus? Während der Auf- und Abbauarbeiten koche ich fürs Personal und ja, lass mich ab und zu mal blicken, mach halt so das im Hintergrund, was man als Frau halt so zu tun hat. Mhm. Ne? Und der große Klotz hier, das ist reine Männersache, da will ich dann auch nichts mehr zu tun haben. Ja, und während der Spielzeit ist es halt ein bisschen anders. Da gucke ich dann, rüttel ich die raus, ne? Dann wird aufgestanden, dann gucke ich, dass unsere Autos sauber sind, dass die ganze Fahrbahn sauber ist, dass das Geschäft halt einfach öffnungsbereit dasteht. Mach hier drin alles klar, Schiff, das für uns ja auch ein bisschen nett ist, ne? Und bereite dann halt die Kasse vor, um dann aufzumachen. Ja, ihr habt ja so einen markanten Scooter, weil der unterscheidet sich ja von den anderen, von der Optik, ne? Ja. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Meine Mama ist damals auf die Idee gekommen. Die hat den Autoscooter gezeichnet. Und genau so wurde er dann auch gebaut. Also die ist da so begabt in der Hinsicht. Die ist schon begabt in der Hinsicht, ja genau.
Ja, sieht sehr cool aus und danke. Ist ja mal was ganz anderes auch, ne? Das stimmt, ja. Einzigartig in seiner Darstellungsform, ja. Musstet ihr eigentlich irgendwas umbauen wegen der neuen DIN-Norm? Tatsächlich sind wir davon nicht betroffen. Ich hoffe auch, das bleibt so. Das ist klasse. Die wievielte Veranstaltung ist das für euch in diesem Jahr jetzt hier? Die Turnhalle hier am Rheinufer ist jetzt für uns die dritte Veranstaltung dieses Jahr. Wie läuft es bis jetzt? Da du jetzt gerade am ersten Tag da bist, kann ich dir noch nicht viel sagen, aber eins sehen wir, die Sonne scheint. Wie waren die letzten zwei Plätze jetzt? Ja, Recklinghausen war ja leider verregnet und sehr kalt. Aber da steckt man ja nicht drin und der Schaufenplatz, der war schön, so wie immer. So, wir blicken jetzt auf einige Jahre Corona-Zeit zurück. Bitte? Und in der Zeit gab es ja starke Einschränkungen. Kann man eigentlich inzwischen wieder behaupten, dass die Kirmes zurück ist, dass wir inzwischen wieder Normalität haben? Oder ist das immer noch irgendwie, hat das noch so einen Nachgeschmack alles? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube auf der Kirmes haben die das alles schon wieder vergessen. Die fahren Scooter und stehen eng an eng und ich weiß es nicht, so wie vorher auch. Ne? Also das, was wir vielleicht haben, wenn wir noch mal so im Supermarkt gehen und einer kommt hustend an einem vorbei, das ist ja immer noch mal so ein bisschen so, Ja, richtig. Also ich erwische mich leider dabei immer mal wieder, aber ich bin froh, Gott sei Dank. Vergessen und alles ist wieder so wie vorher. Ja, wir hoffen ja nicht, dass wir noch mal in so eine Situation kommen, ne? Nee, das wollen wir mal hoffen, weil das war ja eine absolute Katastrophe. Aber eins haben wir ja gelernt, Corona hat uns ja nicht davon abgehalten, Freizeitparks zu machen. Also wir haben es ja trotzdem hingekriegt, oder? Richtig. Ja, und wir befinden uns ja hier am Turnhallenufer. Ist auch ein sehr schöner Platz mit einer tollen Aussicht, ne? Das stimmt, das ist super, super schön. Und wenn die Sonne scheint, muss ich immer aufpassen, weil ich geblendet werde vom Rhein. Aber hey, schöner geht's auch nicht, oder? Was gibt's denn alles am Fahrgeschäft hier? Ganz neu ist der, lass mich nicht lügen, 40 Meter hohe Kettenflieger. Der steht zum ersten Mal hier. Die Geisterbahn von Fellerhoff, die neue Achterbahn vom Marco Welte. Ach, und an Attraktionen, der Hollywoodstar und wir natürlich. Und natürlich gibt's hier auch einige Kindergeschäfte, ne? Kindergeschäfte gibt's hier auch, ja, damit die Kurzen nicht zu kurz kommen, ne? Also es ist einfach eine rundum schöne Sache hier und eine absolute Familienkirmes. Ich kann jedem nur empfehlen, kommt vorbei, weil hier ist wirklich für jeden was dabei. Und hier gibt es natürlich die kirmestypischen Spezialitäten wie Zuckerwatte und kandierte Früchte und so weiter bis hin zum Langosch oder der Bratwurst, ne? Ja klar, das darf ja nirgendwo fehlen, ne? Moment, Moment! Hier gibt es ja noch unzählige weitere Attraktionen wie den Schlager-Express, Fellerhoffs Minicars, einen nagelneuen Riesenrad und einer Top-Verlosung. Natürlich findet ihr hier auch die Spiel- und Belustigungsgeschäfte, die auf keiner Kirmes fehlen dürfen. Vom Entenangeln bis zum Schießen ist hier alles vertreten. Auf der Kirmes gibt es natürlich auch jede Menge Ausschenke mit Biergarten. Die Frühlingskirmes am Düsseldorfer Turnhallenufer mit tollem Blick auf den Rhein geht noch bis zum 1. Mai 2023. Ein Tipp von Kirmes Markus. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags ab 14 Uhr und samstags, sonntags und am Feiertag ab 13 Uhr. Am Freitag, den 28. April, gibt es noch ein tolles Feuerwerk.